Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Lara Bow, The Colonel's Bequest. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen mal ein bisschen in die Hundehütte reinschauen. Und das heißt, werfe Knochen. Wir werfen den Knochen weg. Und der Hund? Ha! Der holt sich den Knochen. Sehr schön. Schau in Hundehütte. Du blickst in das dunkle Innere der Hundehütte und schaust dich um. Was ist das? Es sieht aus wie eine Halskette aus kleinen Amethyst- und Quarzsteinen. Beregard muss es irgendwo gefunden und hergebracht haben. Schnell greifst du danach und nimmst es mit. Ist das vielleicht eine Halskette, die Gertie getragen hat? Ich glaube, das ist eine, die Gerte getragen hat. Wurde sie dann innerhalb dieser kurzen Zeit vergraben? Oder irgendwie versteckt und der Hund hat sie gefunden? So. Auf jeden Fall, jetzt scheint die gute Laura keine Angst mehr zu haben. Ist immer noch dunkel und Nacht. Ist es vielleicht 8 Uhr abends? Ich habe doch... habe ich unter Dings gespeichert, oder? Ja. Ist es 8 Uhr abends und deswegen ist es schon dunkel? Ja, aber was ist mit dieser... Was ist mit diesem Tor? Kellertür. Aha. Das muss das Zimmer des Butlers sein. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass es unten im Keller ist. Jeeves liegt auf sein Bett. Er versucht, ein Nickerchen zu machen. Okay. Du siehst eine Schachtel Kekse auf dem Nachttisch neben Jeeves Bett. Den nehmen wir mit. Du fragst Jeeves, ob du die Kekse haben kannst. Er nickt zustimmend mit dem Kopf. Ja, natürlich. Natürlich, nickt er zustimmend mit dem Kopf. Er schläft ja und hat nichts mitgekriegt. So. Ein Teil der Rückwand sieht anders aus als der Rest. Er scheint zugemauert worden zu sein. Das müsste der hier sein. Laut Lösung müssen wir hier nichts mehr machen, okay. Naja, dann gehen wir wieder. So. Wir sollen jetzt auch in die Bar gehen. Vielleicht deine Freundin Hunger haben, sie kommt ständig in die Küche. Naja, ist halt ein schöner Durchgang hier. Den so einen Keks können wir doch dem Papagei geben. Vielleicht sagt er uns irgendwas Interessantes. Weißt du, Polly, du verstehst mich wirklich. Tust du, hä? Arg, Polly, arg! Jetzt sollen wir uns... Ah, wie heißt das Ding? Hier haben wir einen Fehler. Yay. Sehr schön. Dann muss ich das Spiel nochmal neu starten. So, da bin ich wieder und die Bar sollte man nicht mehr anschauen. Ich mach's jetzt einfach mal hier auf Englisch. Decanter. Es heißt so ähnlich in Deutsch, aber kann... Ich weiß nicht, wie es heißt, genau. Aber das hat man ja. Karaffe.
Karaffe heißt das. Drink vielleicht? Es scheint ein starkes alkoholisches Getränk zu sein, ja. Sie trinkt schon wieder ziemlich viel. So. Gebe Keks an Papagei. Du gibst dem Papagei einen Keks. Und sagst uns jetzt irgendwas, was wir brauchen? Arg, ich werde es ihm sagen. Rennpferdbetrug. Arg. Ja, okay. Braver Vogel. So, dann sind wir hier fertig. Mit Ethel soll man gar nicht groß sprechen. Wobei, ich würde mich interessieren, was passiert, wenn wir ihr das Taschentuch zeigen. Zeige Ethel Taschentuch. Taschentuch. Ethel schaut es sich nicht einmal an. Naja, okay. Aber wahrscheinlich kann man auch nicht groß mit ihr reden. Egal. Wir sollen jetzt erstmal nach oben gehen. Und zwar in Rudy und Clarence Zimmer. Ich glaube, das ist das erste hier unten, oder? Auf der rechten Seite. Glaube ich. Das andere war ja Gertis Zimmer und... Oh, lassen Sie mich in Ruhe, Sisi. Schuft. Aha. Er wollte anscheinend was von ihr, sie aber nicht von ihm. Oder sie hat gesehen, dass wir reingekommen sind. Ich weiß es nicht. Er trinkt auch was. Du denkst, es ist Bourbon. Okay. Und dann soll man mit Rudy komplett reden. Wissen Sie, Laura, Sie sind ein sehr attraktives Mädchen. Sind Sie wirklich mit Lillian befreundet? Sie scheinen gar nicht Ihr Typ zu sein. Kommen Sie hier rüber, entspannen Sie sich, trinken Sie einen Schluck. Auf keinen Fall, Kumpel. Haben Sie keine Angst vor mir? Ich beiße nicht. Das könnte ein guter Zeitpunkt sein, um zu gehen. Ach, sei es drum, mir doch egal. Du hast Rudy verärgert, er will nicht mehr mit dir reden. Onkel Henry und ich sind uns nicht immer einig darüber, wie man sein Leben führen soll, aber er wird bald darauf kommen. Ja, der hat anscheinend Henry und Fifi. Er ist ein alter Mann mit Geld und sie ist eine attraktive junge Frau, die es gerne hätte. So simpel ist das, aber sie wird damit nicht durchkommen. Ich weiß, wonach sie aus ist. Ich habe sie schon komplett abgestempelt. Ja, aber mit ihnen soll man wirklich über alles reden. So. Sie verschafft mir irgendwie Gänsehaut. Ich bemerke ihn kaum. Er scheint sehr ruhig zu sein, finden Sie nicht? Ja, das habe ich auch bemerkt. Ich bin sicher, dass sie nur sich in ihrem Zimmer ausruht. Ja, da ist aber nicht. Glaube ich zumindest. Meine Schwester ist ein fantastisches Mädchen und ich mag es nicht, wenn die Leute etwas anderes behaupten. Wissen Sie, ich war immer ein wenig misstrauisch ihr gegenüber. Ich bin mir nicht sicher, ob sie noch alle ganz beisammen hat, wenn Sie verstehen, was ich meine. Okay. Tante Ethel ist nichts weiter als eine Schande für die Familie. Wir wären alle viel besser dran, wenn mein Onkel ihn einfach loswerden würde. Ja, und den... Ach nee, halt. Du hast ja gar nichts mit dieser Pferdewette zu tun.
Sie wollen sicher nicht in der Nähe des alten Lustmolchs kommen. Was ist damit? Naja, ich dachte gerade, weil. Naja. Okay. Wie war das nochmal? Sage? Erzähle? Rudi über Gerti. Das kann nicht wahr sein, nicht Mutter. Ja, aber wir wissen, dass er schon weg ist. Sie sind verrückt, da ist rein gar nichts. Ja, okay, dann ist dieser Raum auch fertig. Mit Gloria sollte man es nicht erzählen und wir wussten doch, dass sie schon eigentlich nicht mehr da ist. Naja, egal. Hallo. Move Glock. Das heißt, wir müssen runtergehen anscheinend. Um jemanden zu belauschen. Quick Save. Schauen wir mal, ob die jetzt hier sind. Andererseits. Ja, ich weiß. Alles in Ordnung, Gloria? Ich schätze schon, Darling. Lass uns einfach ein wenig spielen. Ja, wenn wir es einfach nur belauschen. Ändert sich dann die Uhr auch? Ja, sie ändert sich auch. Okay. Das ist so oder so der Fall. Du scheinst distanziert zu sein, Baby. Was ist los? Nun, Darling, das ist sehr schwierig. Was ist schwierig? Du und ich möchte es beenden. Machst du Scherz oder sowas? Das ist doch lächerlich. Nein, Darling, ich mache keine Witze. Ich habe einen neuen Verehrer. Er ist Regisseur. Ja, nun. Ich muss darüber nachdenken. Wir sehen uns dann, Liebling. Sie haben also tatsächlich miteinander Schluss gemacht. Wenn wir jetzt da runtergehen, dann ist er wahrscheinlich nicht mehr da, richtig? Ja. Jetzt spielen sie wieder miteinander. Naja, egal. Das ist ein kleiner Bug, anscheinend. Oh. Und damit haben wir Akt 3. Laut den hier sollten wir eigentlich erst nach dem Gespräch Akt 3 haben. Naja, gut. Ah, Sie sind also Lillys Freundin, Laura, oder? Sie sehen wirklich sehr nett aus. Ja, das hatten wir eigentlich alle schon. Hier heißt es nur Conservation. Wiss Wilbur?
Oh nein, ich sollte das besser nachprüfen. Kurze Zeit später. Sie sind verrückt, Mädchen. Gerti ist da nicht. Ja, gut. Und hier soll man nochmal reinschauen. Und dann, so. Es gibt nichts Interessantes in der Bibliothek. Und eigentlich sollten wir ihn jetzt noch lesen sehen. Da ist irgendwie entweder was durcheinander oder ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Egal. Dann machen wir halt Akt 3 weiter. In eine der geheimen Passagen. Okay, dann schauen wir mal in die geheimen Passagen. Da war nichts drin. Ja, da liegt was. Jemand hat einen alten Stock zurückgelassen. Ein alter Stock liegt auf dem Boden. Ich glaube, das ist so ein Spazierstock. Laut den hier heißt es, ist der Spazierstock von Henry. Das heißt, Henry weiß der von den geheimen Passagen, aber er benutzt sie auch anscheinend. Oh, irgendetwas sieht hier falsch aus. Ein Stuhl wurde umgeworfen und es gibt Anzeichen eines Kampfes auf dem Boden. Aha. Der Stuhl wurde umgeworfen. Ein Schürhaken wurde auf den Boden der Bibliothek gelegt. Du siehst einige kleine rosa Federn auf dem Boden verstreut. Du fragst dich, wie die kleinen rosa Federn auf dem Boden kamen. Sie sehen aus, als kämen sie von einem Kissen oder einer Federboa. So. Upsa. Als du den Schürhaken holst, fällt dein Blick zufällig auf einige kleine rosa Federn, die auf dem Boden verstreut sind. Ja, das hatten wir ja schon. Stuhl. Umgeworfen. Feder nochmal. Ja, gut. So, dann haben wir das. Das. Federn haben wir angeschaut. Das haben wir. Der Titel der Zeitschrift lautete Racehorse Quarterly. Beim Betrachten der offenen Seite siehst du ein Bild von einem schönen Vollblut namens Sunny Boy. Der Name Sunny Boy ist rot eingekreist. Das ist wahrscheinlich das Ding, wo der Doktor drauf gewettet hat mit Clarence zusammen. Ja, das ist genau dasselbe wie das hier. So, dann sind wir hier auch fertig. Ja, ich glaube mal. So wie das jetzt hier aussieht, dass der gute Wilbur auch tot ist und wir finden ihn. Und sobald wir ihn gefunden haben, wird er auch verschwinden. Irgendjemand lässt die Leichen verschwinden. Beim Wilbur hätte ich ja schon zwei Verdächtige. Einmal Gloria, weil er ja dieses Geheimnis von ihr kennt. Und einmal natürlich Clarence, weil er den Henry erzählen wollte, was geschehen ist.
Oder es gibt noch einen anderen Grund. Wer weiß. Aber mach mal beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier. Bis dann.